Patienten sind scheue Wesen mit mysteriösen Interessen. Das alles hier ist nur ein ganz großer Zufall und du solltest mir auf die Sprünge helfen, anstatt hier nur so dumm zu gucken. Ich zähl deine Haare und küsse dich auf den Mund. So. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich morgen gleich auch noch bei Amazon bestellen. Nee, heute würde ich noch bei Amazon bestellen. Genau, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch bei Amazon bestellen. So Butterbrot und Peitsche. Butterbrot und Peitsche. Oh, wie war das nochmal mit der Keilschrift bis zum Computer? Ich weiß es. Haben wir gerade mal noch die Kurve gekriegt, bevor es eskaliert ist, haben wir die Kurve gekriegt und wir sind über den Berg. Wir sind weg, weit weg entfernt, über den Berg zu sein. What? Leg den Teller ab, leg dich schlafen. Heute darfst du warten und im Schlafzimmer rauchen. Final Draft, im Schlafzimmer rauchen. Heute hat Joe Strummer Geburtstag. Yippie-yay, alles okay. Du fällst. Lass doch die Earthquake Weather und träum später nochmal deine Haare. Lass es laufen, du lässt dich verletzen. Leck den Teller ab, leg dich schlafen. Du lässt dich so gerne verletzen. Leck den Teller ab, das sieht dir nicht. Bist du gern allein? Leg dich schlafen. Fieser Rhythmus. Ehre, hast du Zeit für Kinder, die wir da so haben. Welche willst du noch? Fieser Rhythmus erleben. Weißt du? Rhythmus. Na gut, ja, nein, vielleicht. Im Rhythmus kann man sich verlieren. Überfällig. Unterfickt. Teller ab. Ganz genau hinsehen. Ganz tief deprimieren lassen. Du musst schon ganz genau hinsehen. Dich ganz viel rückgradieren lassen. Krass hassen. So Butterbrot und Peitsche. Butterbrot und Peitsche. Butterbrot und Peitsche. Schreib doch endlich mal einen Roman. Also jegliche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten könnten vielleicht stellenweise wir auch irritieren, denken wir dann. Und Träumers. Ja. Weil wenn du einmal richtig gehasst hast, weißt du, Hass ist eine gute Sache. Letztlich ist es nur eine fahle, langweilige Kurzgeschichte, fantasielos, die wir irgendwie nur umständlich skizzieren. Allianzen bilden, sag dir einfach, Allianzen bilden. Ist gut gemeint, mag ich auch und so, aber bleiben. Ich habe nichts zur Jugendisierung des Abendlandes, Heroin für Schulklassen und so. Wir müssen relevante Fragen stellen, Antworten finden, suchen, neue Fragen, nächste Frage. Ich weiß doch gar nicht, was du meinst. Kann man doch gar nicht auftreten. Nee, ich werde dann auch fertig. Jetzt. Liegt denn deiner Frage zugrunde? Gut. Was ist denn das für eine Scheißhaltung? Ich ruf dich an. Ich versteh's nicht. Cool. Echt mal. Was ist das für eine Kackshaltung, die du an den Tag legst? Warum da Mist? Bye bye. Hab ich mich gestern schon gefragt. Also, ne? Hashtag mein
Keller ab und leg dann schlafen. Ich sag dann Altar, 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 Altar. Darf ich auch deinen Teller ablecken, bevor ich schlafen gehe, oder willst du noch was für morgen? Bin ich später, Lederjacke. Ich würde ja meinen Teller abgeben, aber mein Teller Fassbinder gehört mir. Hoho, hier kommt eine Spielernatur. Also wie groß ist mein Teller? Was jetzt? Willst du jetzt noch den Teller oder kann ich deinen Teller abgeben? Geschlafen, aufgewacht, Zähne geputzt. Prima. Los geht's. Mann, du bist so gemein. Du hörst mir nie zu. B52. Dann nimm doch deinen scheiß Teller. Krasse Erfindung. Ich geschlafen.